So, Ladies and Gentlemen, es geht weiter. Wir gehen jetzt erstmal in den Laden. Nee, noch vorher. Was anderes. Ich hole mir jetzt erstmal wieder meine Spitzhacke. Damit ich die Steine im Notfall auch wegkriege hier. Ab zur Town. Montag ist er da, ja. Und, tada, eine goldene Spitzaxt. Wie geil. Golden Pickaxe. So, du kommst gleich mal da oben rein, wo du hingehörst. Und das passt. Ich will die Wege machen. Was brauche ich denn für die Wege? Und vor allen Dingen, welchen Weg mache ich denn hier? Oh, wo sind sie denn? Ach, hier. Cobblestone oder Gravel, normale Stein. Cobblestone wäre vielleicht schöner. Stepping Stone Path. Place on the ground to create paths or to spruce up your floors. Ah, okay, fürs Floor geht's auch. Wood Path, place on the ground to create paths or to spruce up your. Okay, ist alles dasselbe. Wieso kann ich die nicht herstellen? Ein Stone. Ach so, die sehen so aus. Komm, wir müssen die mal platzieren, um zu gucken, wie das aussieht. Gravel Path, net. Nee, wenn dann einer von diesen Stone Paths. Wir haben ja genug Steine. Stone Floor. Place on the ground to create paths or to sprouse. Ach, das geht auch für. Okay. Ja, aber für außen ist das sowas schöner. Das ist eher für innen ins Haus, glaube ich. Ach, hier, guck mal. Solar Essence, what is für die Mega Bomb. Generates a powerful explosion. Use with extreme caution. Okay. Und wir brauchen den Speed Crow dann auch noch. Okay, kriegen wir alles hin. Gibt viel zu tun. Ach, es gibt ja wieder Eis, genau. Brauche ich jetzt aber nicht aktuell. So, ab nach Hause. Bus-Stop, genau. Zentraler Punkt so gesehen. Dann erstmal Samen holen. Oh, habe ich genug Platz im Inventar? Natürlich nicht. Kann ich eigentlich das Zeug auch hier theoretisch platzieren? Ich könnte mir hier einen neuen Weg machen in die Stadt. Cool. Hätte ich das nicht gedacht. Ne, wir gehen jetzt erstmal in den Laden. Da gucken wir auch direkt mal nach einem neuen. Ja, neue Quest hier direkt. Weil ich da fast nicht dazu kommen würde. Lea. Accept Earth Crystal. Ist das getimed, ja, ne? Okay. Ich habe allerdings ein Problem bei Pierre. Ich müsste mir theoretisch ja auch die neuen Saplings holen. Und die sind jetzt mit Sicherheit teuer. Apple Tree. Also ein Apple Tree nehme ich mir auf jeden Fall mit. Für den Pomegranate langt es leider nicht. Jetzt werde ich mir erst Mitte des Sommers machen können, dass ich mir den noch hole. Aber auf jeden Fall mal ein Apple, weil für Äpfel brauche ich viel. Pomegranate habe ich zum Beispiel noch nicht oft gelesen. Okidoki, also, jetzt erstmal. Melonen brauchen lang. Tomato auch. And continue. Das ist das als erstes. Mensch, da meist noch aus. And continue. Hier auch. Melonen? Nee, einmalig. Also Blueberry, Tomato, Pepper. And produce after. Wheat. Wheat brauchen wir ja für Bier. Radish, 6 days regular. Poppy. Was ist denn jetzt hier eigentlich neu? Hops. Ah, Hops, endlich! Hops, ganz wichtig für die Pale Ale, ey. Oh Mann, es gibt so viel Samen! Mann, Mist. Plant this in the summer, takes 9 days to make red cabbage seeds. Was ist denn das? So eine Blume, ne? Seed. Also erstmal Hopfen. Boah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich werde arm. Ich werde jetzt echt arm. 8-mal Hopfen locker. Ja, das langt. Braucht 11 Tage and keeps producing. Ist okay. Dann lang 8. Spengel ist eine Blume, ist eine Blume. Dann Tomaten. Keeps producing. Weiter. Blueberry. Blueberry. Sind das ja die, wo ich auch finde überall? Immer 8 mitkommen. Ein Feld machen wir. Tomaten haben wir, Blueberry haben wir. Pepper brauchen wir immer wieder viel. And continue producing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19 ist. Auf jeden Fall 2 Felder davon. Jetzt bin ich voll. Hab ein Problem. Mist. Hier, Mixed Seeds weg. Achso, ich hab's verkauft. Ey, kannst du was verkaufen? Pepper Poppers. Komm, verkauf. Cauliflower Seeds brauche ich jetzt auch nicht. Verkauf, komm, hau raus den Scheiß. Mach mal Platz. Melonen. Auf jeden Fall
Erstmal ein Achterfeld. Tomaten, Blueberry, Pepper, Hammer, Wheat. Wheat. Nur vier. Da kann ich mir echt fast ein bisschen Zeit lassen, genauso wie mit Radish. Jetzt erstmal die Sachen, die lang brauchen. Ja. Jetzt habe ich unnötig was verkauft, weil ich gar nicht so viel. And continuous. Summer, or fall. Corn. Brauche ich aber auch massig. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dran denken, dass die Sachen bestehen bleiben. Die kommen also ganz runter. Red Cabbage Seeds, was ist das? Das ist eine Pflanze. Was ist denn das? Ich habe nicht mehr viel Geld. Pff, da müsste ich wenigstens, wo ich das hinpflanzen soll. Soll ich das vor die Bienen pflanzen, oder? Boah, das sieht nicht aus wie eine Blume. Red Cabbage. Was ist ein Red Cabbage? Nee, das ist. Was ist denn? Das ist rote Beete, hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir nehmen mal 8 mit. So, jetzt müsste ich eigentlich auch noch Blumen pflanzen, damit. Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal anpflanzen. Ich habe eh nicht mehr viel Zeit und so weiter. Hauptsache, es geschieht endlich mal was. Und ich muss noch die Quest machen, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, der heutige Tag wird sehr, sehr eng gestrickt sein. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt ein bisschen viel. Jetzt gucke ich mir erstmal an, wie die Wege aussehen. Nee, erst wird geackert. Erst die Sachen einbringen. Die Wege kann ich dann irgendwann mal zwischendrin machen. Viel wichtiger ist das jetzt alles da. Oh, warte mal, erst den Sapling. Dass der auf jeden Fall mal drin ist hier. Ups. So. Und zwar vielleicht oben drüber jetzt. Und zwar so weit oben drüber, dass es sich orientiert. Und zwar kommst du hierher. Da oben wird auch nochmal umgebaut. Müsste das theoretisch langen. Ja, du kommst hierher. Was geht denn da oben ab? Oh, Jungs. Meine Katzen spielen wieder verrückt. So, pass auf. Und zwar. Tomato and continue. Das ist aber nicht am Steg. Jetzt kommen erstmal am Steg außen, die Sachen hier. Sowas, genau. Der Hopfen. Den werde ich auch noch ein zweites Mal anbauen, definitiv. Ach, ich muss erstmal bearbeiten. Aha. Und dann muss ich noch gießen. Also viel wird das nicht werden, irgendwie. Ach Gott im Himmel, das ist jetzt wirklich eingesammelt. Alter Falter, du spinnst. So, hierher, genau. Alles außenrum freihalten. Zack. Dann Samen, also hier Fertilizer, den muss ich auch gleich noch herstellen davon. Quality Stuff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hier. Hör auf. Mit rechter Maustaste. Was ist denn? Geht doch. Man zieht den Sprinkler nicht mehr. Krass. Ja, jetzt ist es auch echt praktisch, dass ich einen Platz zwischendrin freigelassen habe. Das nimmt doch ganz schön viel Platz weg, das Ding, ey. Dann mache ich hier auch nochmal einen hin. Damit es vom Look her besser passt. So, dann was? Red Cabbage nicht. Pepper Seeds zum Beispiel. Ne, machen wir Blueberry, komm. Das ist auch so ein Busch, glaube ich. Erstmal bearbeiten. Ach ja, natürlich hast du ausgerechnet das Ding getroffen. Hör auf. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Zack. Deine Mitte rein. Dann bitte fertilizen. Ich hoffe, das kriege ich hin mit dem Fertilizer, aber so viel Fisch habe ich aber dann nicht, oder? Und dann jetzt Blueberry, haben wir gesagt, genau. Kommt hierher. Also, 1, 2, 3, 8. Passt. So, dann kommt hier als nächstes. Ich probiere es, Leute, ich probiere es echt jetzt. Ist es komisch. Ich krieg so ein Feld nicht abgeerntet, ohne dass ich das Ding. Ah, doch, es funktioniert, Gott sei Dank. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt hier jetzt rein. Tomato 11. Melon. Ach, die wachsen ewig lang. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hau mal die. Warte mal. Ach, keine Ahnung. Komm. Peppers. Peppers kommen hier unten rein. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir hier weiter mit Pepper. Ich muss auch den ganzen Kreml noch gießen, gell? Also. So viel Zeit habe ich nicht.
Und mir ist schon der Fertilizer ausgegangen. Gut, für zwei Stück jetzt kein Fertilizer ist kein Weltuntergang. Mal kurz gucken. Ja, kein Unterschied, aber okay. So, jetzt erstmal Fertilizer. Oder was? Erstmal gießen, dass ich das nicht vergesse. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich will definitiv den Quality Fertilizer. Das mit der Geschwindigkeit ist mir nicht so wichtig. Das Zeug soll gescheite Ernte bringen. Kann ich nämlich gleich die Gießkanne auf dem Rückweg wieder voll machen. Alles, alles seine Gründe, warum ich wie was mache, ja. Auch wenn es andere mit Sicherheit vielleicht sogar besser machen mit ihrem System. Ne? Also wenn ihr da irgendwie noch Kommentare für mich habt, nach dem Motto, ey Crispy, überlege mal, da hättest du das so machen können. Und dann hättest du voll easy peasy hier durchrun, ne? Fertilizer will ich machen, genau. Und zwar den besseren, der braucht Sap und Fisch. Fisch ist nicht hier. Fisch ist hier. Any Fish. Also auch die Periwinkles. Sind jetzt genau dafür die Periwinkles interessant gewesen. Und Sap habe ich hier massig drin. Zack. Zack, ich hoffe, das klappt. Das wäre nämlich jetzt perfekt. Jawohl. Genau dafür sind diese billigen Periwinkle. Nur ein jeweils? Scheiße. Das ist natürlich... Ich dachte immer fünf. Ah, nee, das war nicht bei denen. Wow. Das ist natürlich übel. Jetzt weiß ich auch, warum der eine hier 20 Grab Pots unten hatte. Au. Das ist jetzt echt nicht gut. Vier Perch noch. Jetzt will ich mal rausgucken. Smallmouth Bass. Nimm sie alle. Komm, wir brauchen eh Platz. Woodskip haben wir genug. Was haben wir noch? Noch zwei Pikes. Ach so, na, mache erstmal Fertilizer. Dass ich Platz habe. Aus Fisch macht man Fertilizer. Uff. Der Gedanke allein ist schon wieder eine Katastrophe. So, pass auf. Das mal kurz hierher. Dann kommt das auch gleich rein, dass ich mehr Platz habe. Zack. Hier oben alles weghauen. Dann muss ich neue Blumen pflanzen. Jo. Ach, herrje. Ich habe keine Zeit. Ich war nicht mal bei meinen Tieren heute. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Steine wegkloppen. Oh, Crispy, hör auf. Du Knalltüte. Jetzt erstmal die Sachen, die wichtig sind, hier einpflanzen. Und nach Möglichkeit noch bewässern. Auf jeden Fall noch alles leer machen. Damit alles schön wenigstens gegossen wird am nächsten Tag, dann spare ich mir nämlich diese Arbeit. Also erstmal noch alles umgraben, ganz wichtig. Was war das eben für ein Wurp? Ich will keinen Wurp, ich will auch keinen Wurp-Wurp oder sowas. So, gleich was einpflanzen, erstmal fertilizen den ganzen Krempel. Wenn nicht, mache ich normalen Fertilizer. Aber ich kann mir vorstellen, das gibt halt wirklich nur goldene Sachen dann. Pass auf, dann mache ich das jetzt bei den wichtigen Sachen, wie bei den Melonen und so weiter. Ah, Mist. Hatte ich nicht noch Fisch eben irgendwo? Mist. Nee. Ach, schade. Okay, pass auf, hier jetzt die wichtigen Sachen. Melonen zum Beispiel. Chilis habe ich zweimal rausgebracht, passt. 3, 4, 5, 8. Dann, Gießen. Dass alles nicht umsonst gewesen ist. Ja, warum benutze ich eigentlich für Billigzeug den Fertilizer? Tomaten auf jeden Fall, dadurch, dass die auch dauerhaft produzieren. Definitiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jawohl. Und auch mal gießen. Ja, es wird schon Abend. Denkt dran, bis 2 Uhr habe ich Zeit. Also 2 Uhr muss ich im Bett sein. Die Zeit werde ich jetzt auch definitiv nutzen. So, dann hier bitte nochmal. Da langt es echt, wenn man die Hälfte davon mit Qualities... Ah, der Red Cabbage. Der müsste auch noch... Da muss ich mal gucken, ob es mit dem Fisch noch irgendwie was wird. Da mache ich definitiv 3 Felder damit, ey. Das ist echt ein bisschen Torschusspanik. So, der kommt hier rein. Ach, Mist. Jetzt habe ich... Ah! Kann ich wenigstens normalen Basic Fertilizer machen, ey. Genau, für die Billigsachen hier. Wo ist die Kohle jetzt eigentlich her? Achso, vorhin beim Ding.
Echt zweifelhaft manchmal, der ganze Krempel. So, Kornhammer. Dann bitte noch gießen erstmal. Dass das Zeug wenigstens meine Erde steckt, gegossen ist, einigermaßen gefertilized. Dann passt die Sache auch. Ne? Ja, ich glaube, da hätte ich nicht mal unbedingt noch einen Platz freilassen sollen zwischendrin jedes Mal. Naja, egal. Weil das dann ein bisschen too much Platz, aber... Bin ja schon beim Teich dran, ja. Also, mein lieber Mann. So, jetzt nochmal Quality. Komm, für die Red Cabbage, genau. Ist das nochmal kurz hier? Also, noch 8 Fische brauche ich. Komm, das kriegen wir mal hin. 8 Fische werde ich noch finden. Fisch war hier. Puh, alles, was ich doppelt habe. Na, Mist. Perds, jawohl, 1, 2. 3, 4, 5. 6. Oh. Na, einen habe ich noch. 6, 7, 8. Komm, passt. Jetzt bitte Quality Sprinkler. 8. Passt. Das habe ich, die Gießkanne. Okay. So, und jetzt bis in die Nacht praktisch noch so lang wie möglich umgraben. Bis zum absoluten Ultimo. Da will ich gleich das beste Produkt draus haben. Und dann kann ich auch mal rumexperimentieren, wenn die Sachen liegen und so weiter. Wenn ich die Maschinen habe, ob eine goldene Frucht zum Beispiel in dieser Seed-Maschine mehr Ding bringt. Alter, komm. Oh, Gott sei Dank. Hat doch gelangt. Ob das mehr Seeds bringt, wenn das Ding golden ist, als sonst. Wieso bist du jetzt ganz nach rechts gelaufen? Hättest du gleich links anfangen können, hättest du dir Zeit gespart. Mensch, Crispy. Und gleich kannst du noch was essen, weil du keine Energie mehr hast. Jetzt noch so schnell wie möglich, so viel wie möglich umgraben. Das erspare ich mir alles morgen an Energie. Brauche ich alles noch zum Ausbringen und so weiter. Mit Sicherheit wird wieder einiges zuwachsen, aber eben nicht alles. Und das habe ich mir dann wieder gespart. Ne? Also, aber langsam werde ich müde. Beziehungsweise erschöpft. Langt's noch? Ja, komm. Eine Kleinigkeit essen. Oh, Mist. Farming. Ja, genau, das hätte ich schon die ganze Zeit nehmen müssen. Da geht noch was. Da geht noch was. Mist. Das wollte ich nicht. Aber ich mache jetzt keinen Fertilizer rein. Also den Fehler mache ich nicht. Ach. So. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja ziemlich nah am Bett. Vielleicht kriege ich die eine Reihe noch hin. Komm. Komm. Das wird der richtige Speedgaming hier, ey. Okay, ich hab definitiv... Oh. Das gibt's so nicht. Feuz. Ohne Witz, Feuz. Also warum mir das jetzt gerade einfällt, aber Feuz. Das haben wir früher immer gesagt. So, pass auf. Das kriegen wir hin. Ja, also ganz ehrlich gesagt, das wäre eigentlich so ein bestes Beispiel gewesen für Offscreen, aber... Nö, komm. Ich will das jetzt aufnehmen. Vielleicht guckst du eine gern mal, wenn ich so ein bisschen rumlaber, während ich hier am Umbauen bin. 1 Uhr, komm, können wir noch was hin. Komm, nur noch ein Feld. 1.20 Uhr, jetzt wird's eng. Nee, also 30 Minuten brauche ich bis nach Hause. Ach komm mal! Hey. Ach komm, jetzt übertreiben wir es aber auch. 1.30 Uhr. 1.40 Uhr. 1.50 Uhr. Ja. Wir haben es geschafft, Leute. Let's get ready to rumble. Und go. Unglaublich. Nichts passiert. Oh, so. Sehr schön. Holla die Waldfee. Achso, warte mal. Wir waren nicht am Fernseher. Was ist da los? Weather für morgen, kann ich meine Tiere rauslassen? Like a storm is approaching. Thunder and lightning is expected. Also wird es auch regnen, oder? Lass mal die Tiere drin. Na, heute können wir es eigentlich raustun. Ich hoffe, die kommen dann automatisch raus. So, jetzt machen wir erstmal den Krempel weg, den wir hier nicht brauchen. Außer den Baum natürlich, den lassen wir. So, das müsste bald hoffentlich
irgendwann ausgewachsen sein. Wäre aber auch gut, wenn ihr so ein goldenes Ding hätte. So, pass auf. Ihr habt bestimmt Hunger. Ab nach draußen, Leute. Genau. Und ihr kommt auch raus. So, dann guck ich mal kurz hier rein. Tiere total vernachlässigt, ey. Guck mal da, ey. Ich hab nichts mehr zu fressen. Wir machen das Ding trotzdem voll. Wieso ist das jetzt nicht hier reingegangen? Ach, ich hab ja... Ach nee, ich hab ja vorhin noch was geschenkt bekommen von Marnie. Per Post. So, jawohl. Immer schön futtern. Fressen die eigentlich mehr, wenn sie draußen sind und das Gras kriegen? Oder? Oh, oh, oh. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Hab ich eben auf meine... auf meine Kuh gehauen. Oh, ich muss auch noch die Scarecrows rausbringen. Ich hoffe, die Krähen haben mir jetzt nicht irgendwelche Dinger geklaut. Das wäre echt ärgerlich. Hier fehlt auch noch was. Ich hoffe, das mit dem Gras langt jetzt erstmal. Ja, das Problem ist halt auch, wenn es regnet und die drin bleiben, dann fressen sie ja das Gras drin. Also insofern muss das natürlich auch immer wieder nachgefüllt werden. Oh mein Arsch! Oh je! Alter! So, hier kann man auch mal ein bisschen Platz machen, dass hier nicht wieder alles zuwächst. Gerade die Stellen, wo wieder meine Dinge sind. Hier, da braucht nichts vorne dran zu wachsen, echt nicht. Weg. Alles außenrum weg, bitte. Das mal weg. Da will ich auch keine Bäume haben, natürlich nicht. So, das passt soweit. Alles mitnehmen, alles gut. Jawohl. Die Bäume hier unten muss ich auch mal langsam wegmachen. Das ist mal ein bisschen viel. Im Moment noch okay, im Moment nicht so wichtig. Das kann man mal wieder offscreen nebenbei machen. Dann gucken wir mal kurz hier rein. Oh, sehr schön, wieder ein Purple Mushroom. Ach, hör auf. Ich bin zu voll. Ich bin zu voll. Gehen wir erstmal in die eine Truhe. Eierkäse, der ganze Kram hier rein. Die Samen weg. Gras kommt jetzt auch mal hier rein. Was haben wir denn noch Schönes? Milch. Ich muss mal die Dinger jetzt wegsetzen. Da, das weg, weg. Das Pinecone endlich, jawohl. Der Rest passt soweit. Hier kommt sonst nichts mehr rein. Nö. Die Samen. Na stimmt, ich sollte auch die regulären Sachen noch anpflanzen. So, hat es hier noch gelangt? Ne, alles Wildhorn nicht. Okay. Ja, Blumen muss ich mir holen als nächstes noch. Alles Wild Honey, nur ein bisschen Tulip Honey. Ja, hat 60 mehr gebracht, ne? Also, oh ja. So, gucken wir kurz nach unserer Farm. Ja, also weitestgehend war doch schon einiges dabei. Also mir bleibt jetzt definitiv viel Arbeit erspart. Muss jetzt nicht mehr so viel nachgießen. Das passt. Heute nimmt meine Farm definitiv eine schöne Form an. Ich habe nur noch 1700 Gold, das ist das einzige Problem. Ich kann gar nicht so viel anpflanzen, weil ich mir nicht mehr so viel Samen leisten kann. Ich hätte mal lieber noch ein bisschen was verkauft. 1700, shit. Ich hätte die 5000 nicht für die Quest ausgeben dürfen. Ich glaube, das hat mir ein bisschen das Genick gebrochen. Okay, pass auf. Haben wir noch was an Samen aktuell? Haben wir nichts. Nee, wie sieht es denn mit Summer Seeds aus? Da war doch noch einiges, oder? Genau, Summer Seeds. Sonst Winter brauchen wir nicht, Speedcrow brauchen wir auch nicht, Potato ist für das Spring, Tulpen bringt mir jetzt auch nicht, Strawberry Plant ist ein Spring auch nicht, soweit so gut. Komm, dann machen wir hier eine Reihe voll mit Forage-Material und Forage machen wir hier. So, pass auf, zack, 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 zack. Alles schön fertilisieren, damit auch der Forage ordentlich was bringt. Also die Forage-Materialien. So. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was das Zeug alles war, ey. War das eigentlich Obst? Im Sommer? Ja, das kann alles Mögliche sein. Aber es sind nur Forage-Materialien, definitiv. Jo, noch ein bisschen Fertilizer. Wir haben ja noch genug Sap. Alles schön voll machen, dass es schön passt. Da könnte ich eigentlich fast noch mehr Summer machen. Wie war denn das? Was brauche ich denn dafür? Was sind wir denn? Hier, hier, hier.
Wild Seeds. Ah, die ist Berries, Grape und Sweet Pea. Und Grape und Berry kann ich ja zum Beispiel dann wieder weiterverarbeiten. Also gerade Grape auch zu Wein. Ne? Das ist jetzt interessant. Im Frühling gab es ja nur Blumen. Wir gucken mal, ob da noch was geht. Vielleicht kann ich noch so 20 machen. So, und zwar Grape 2. Dann die 1, 2. Entschuldigung, irgendwie gerade Frosch im Hals. Und die Sweet Pea hier, genau. Habe ich jetzt nur noch die Sorte? Ne, da unten sind noch. Nehmen die billigen zuerst, genau. So, dann mache ich mir nochmal 20 davon. Und Fertilizer brauche ich, Leute. Ich brauche Fertilizer. Habe ich noch genug? Oh, es wird langsam eng. 24. 28. 32. So, passt. So, Leute, es wird Zeit für eine kleine Pause. Ich mache das mal kurz zu Ende und dann schalte ich wieder ein. Also im Moment, das ist jetzt nicht so interessant. Insofern, bis gleich. Wenn ich hiermit fertig bin, seht ihr in der nächsten Aufnahme.